Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Projekt Fenris Wolf. Heute lassen wir euch zuschauen, wie unser Smoker Grill entstanden ist. Es geht doch nichts über ein schönes, frisches, saftiges Steak vom Grill. Genau das hat sich meine Freundin auch gedacht, als sie mir vor ungefähr 5 Jahren einen Smoker Grill geschenkt hat. Ja, da ist er. Wir hatten ihn oft in Benutzung und jetzt ist er einfach fertig mit der Welt. Ein riesiges Loch im Boden, komplett zusammengerostet, alles fällt auseinander. So macht Grillen keinen Spaß. Die Aufgabe, die ich mir für die nächsten 2 Jahre gestellt hatte, war also, bau dir einen neuen Grill, der so stabil ist, dass er dich überlebt. Als Standort hatten wir uns einen Platz hinter unserer Scheune ausgesucht, an dem wir auch vorher schon oft unseren Smoker stehen hatten. Und da die kleine Stützwand, die ihr auf der linken Seite seht, uralt und auch ziemlich marode war, bot es sich an, in einem Arbeitsgang gleich einen Grill und eine Mauer hochzuziehen. Also sollte hier nicht nur ein Grill, sondern eine komplette nette kleine Grillecke entstehen. Und wie fast alles, was wir bis jetzt im Garten gemacht haben, fängt es natürlich wieder mit Erdarbeiten an. Und da es mir ja so wahnsinnig viel Spaß macht, in unserer Lehmbadserde rumzuwühlen, habe ich gleich einen Kubikmeter Mehrbett rausgeschaufelt, damit wir ein Regenfass mit in die Mauer integrieren können. Wir haben uns für eins dieser 1000 Liter Fässer entschieden, im Hintergrund sieht man schon den Stahlrahmen stehen, der dann mit einbetoniert wird. Im Vordergrund sieht man schon das Fundament der neuen Mauer, in die auch der Smoker mit integriert wird. Um dafür zu sorgen, dass unsere kleine neue Regenzisterne herausziehbar blieb, haben wir sie hineingesteckt, mit Wasser gefüllt und komplett mit Plastikfolie umwickelt, damit der Beton nicht in den Hohlraum hineinfließt. Den Bereich vor dem Grill wollten wir später pflastern und haben deshalb eine kleine Drainage gebraucht. Unser Grundstück liegt im Hang und auf der rechten Seite wird es unter eine ungefähr 2 Meter hohe Stützmauer gehalten und die war ständig feucht, deshalb wollten wir keine weitere Feuchtigkeit und eine ordentliche Drainage. Nochmal ein kurzer Kameraschwenk über die Fläche, bevor sie komplett mit Mineralbeton aufgeschüttet wird. Und hier, eine Etage tiefer am Hang, kommt das Wasser dann an und wird unter unserem zukünftigen Kräuterbeet weitergeleitet. Damit sind wir das Problem oben auf der Fläche los. Das hier ist gerade der erste Test nach einem ziemlich starken Regen. Es dauert immer ein paar Minuten, bis das Wasser unten ankommt, aber die Drainage klappt ganz hervorragend. Jetzt ist es soweit, dass wir oben auf der Terrasse mit unserer Smokermauer anfangen können. Hier steht schon die erste Steinreihe, auf der linken Seite wieder unser Regenfass. Daneben der kleine Absatz, das wird die Stelle, wo dann die Brennkammer landet. Rechts daneben der etwas höhere Absatz, da kommt dann die eigentliche Grillfläche hin und ganz rechts im Bild dann die Treppe hoch zur nächsten kleinen Ebene. Mittlerweile stehen schon die ersten Steine unserer Brennkammer und hinter den Natursteinen habe ich angefangen aufzubetonieren. Und hier ein kurzer Blick in die fertig gemauerte Brennkammer. Auf den 2 kleinen Eisenträgern, die ich mit eingemauert habe, wird dann später der Feuerrost liegen. Und an den 4 Gewindestangen, die aus dem Mauerwerk herausschauen, wird dann später das Ofentürchen befestigt. Das habe ich für ca. 35 Euro bei eBay gesteigert und besteht aus einer Feuerraumklappe oben und der Aschekasselklappe unten, komplett aus Gusseisen. Und so arbeite ich mich jetzt einfach Stück für Stück vorwärts. Nachdem die Brennkammer zu Ende war, mauerte ich einfach immer links und rechts den nächsten Stein hoch und hintergoss den dann mit Beton. Auch rechts von der Brennkammer, wo dann der eigentliche Grill entstehen sollte, war ich jetzt schon eine Steinreihe höher. Wenn wir mal einen Blick von hinten auf das Projekt werfen, sehen wir den Ausgang der Brennkammer und zusätzlich ein Edelstahlrohr, das ich im Boden der Grillkammer eingelassen hatte, um zusätzlich Luft in die Grillkammer geben zu können. Mittlerweile ist die Bodenplatte unserer Grillkammer fertig und man sieht auch wieder gut die Zuluft, wie sie von unten reinkommt. Und die roten Steine, die jetzt noch hochkant stehen, bilden dann später den Boden der Grillkammer. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist der Deckel unserer Brennkammer im Hintergrund mittlerweile wieder verschwunden, weil mir da eine bessere Idee gekommen ist. Zum drüber nachdenken, wie es weitergehen sollte, hatte ich jetzt ja genug Zeit, weil, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist mittlerweile der Winter hereingebrochen. Die kalte Jahreszeit haben wir dann dazu genutzt, den gesamten Bereich hinter unserer Scheune mit Betonplatten auszulegen. Über dieses Winterprojekt gibt es auf dem Fenriswolf-Kanal natürlich eine kleine eigene Doku. Vom Teil 1 unserer zweiteiligen Serie Wir mauern uns einen Smokergrill verabschieden wir uns mit einigen Bildern aus unserem Grundstück. Schaut euch nochmal gut um, weil im Frühjahr wird hier alles anders aussehen. In diesem Winter hatten wir nämlich einen Bagger auf dem Grundstück, der uns ein Plateau ausgehoben hat, damit wir nächsten Frühjahr hier ein Treibhaus aufbauen konnten. Am besten, ihr abonniert einfach den Fenriswolf-Kanal, damit ihr erfahrt, wann es mit unserer Smokermauer weitergeht. Der Teil 2 ist bereits im Cut und in wenigen Wochen fertig.
Vielen Dank fürs Zusehen und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über deinen Daumen freuen. Und? Wie schaut's bei dir aus? Lebst du immer noch brav in deinem kleinen Plastikhaus, konsumierst den Dreck, den die Industrie dir vorschreibt, machst den Scheich reich, trotz eigentlich alles eine Sackgasse ist? Nach dem Motto, wird schon alles gut gehen, Rambazamba bis es kracht, der Letzte macht das Licht aus? Heute gekauft, morgen weggeschmissen, in 3 Jahren abbezahlt? Oder bastelst du dir deine Sachen lieber selber, am besten aus Zeug, das andere für Schrott halten? Hast du schon mal versucht zu schmieden oder Bronze zu schmelzen? Hast du einen kleinen Garten, in dem du dein eigenes Gemüse anpflanzt, wo Tomaten noch nach Tomaten schmecken und Gurken krumm sein dürfen? Hast du schon mal Obst oder Gemüse eingekocht, selber Brot und Semmeln gebacken und das Mehl dazu selbst gemahlen? Nicht? Dann versuch's doch mal. Besuch doch einfach unseren Fenriswolf-Kanal und sieh selber nach, was du alles machen könntest. Auf bald!